Seid gegrüßt und willkommen zur 5. Episode meiner Thea Billions Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind mit der Mission der Scheideweg durch, oder war es das letzte, das versteckte Teil? Nee, keine Ahnung, welches von beiden das war, aber egal. Wir sind dabei, eine neue Mission auszusuchen. Ich denke, es wird der letzte Bunker. Siegbedingungen. Erfülle das Missionsziel Missionsartefakt. Der Held muss von der Festung lebend zurückkommen. Niederlage. Der Held muss von der Festung lebend wieder entkommen. Also der ist wohl gestorben dann. Dieser abgelegene Bunker war scheinbar das letzte Bollwerk vor dem Untergang. Obwohl er nicht sehr groß ist, haben wir bereits 2 Soldaten zur Erkundung abgesendet und keiner ist je zurückgekehrt. Spiel starten. Die Lagerhalle erhöht die Ressourcenproduktion aller umliegenden Gebäude. Taktische Missionen. Die taktischen Missionen finden stets in verlassenen Festungen statt, welche vor Jahrhunderten gebaut wurden. In diesen Missionen benutzt du deinen Helden, um Technologien und wertvolle Objekte aus dieser Zeit zu finden. Dein Held muss das Missionsziel erfüllen und die Festung lebendig verlassen. Die Mission ist sonst gescheitert. Du kannst die Festung erst verlassen, wenn du die Missionen abgeschlossen hast. Das ist echt neu, also zu dem, was ich zuletzt hatte in dem Spiel. Dann schauen wir mal. Haben wir den auch direkt auf der 1? Ich kann den gar nicht abwählen, ne? Okay. Habe ich irgendwelche speziellen Fertigkeiten? Bewegen, anhalten, Stellung halten, Patrouillen, Angriff, Zielprioritäten, nächster Gegner. Eigentlich haben wir hier nichts. Gut. Dann machen wir mal weiter und schauen, wie das hier so funktioniert. Zugangstüren. Dein Held und jede andere Einheit kann diese Türen öffnen, indem du sie mit der rechten Maustaste anklickst. Diese alten Türen können nach dem Öffnen nicht mehr geschlossen werden. Sei vorsichtig, wenn du diese Türen öffnest, denn Feinde im nächsten Raum oder Flur werden alarmiert. Okay, jetzt keimt die Hoffnung in mir auf, dass die 2 Erkundungseinheiten noch irgendwie leben, oder zumindest einer davon. Okay. Was ist hier für ein Terminal? Oh, Zugang zu den Büros. Achtung, Alarmstufe Rot wurde wegen massiver Infektion eingeleitet. Ja, schön. Sieht doch hübsch aus, das Büro. Okay, du greifst automatisch an. Cool. So, haben wir hier was? Wir müssen ja irgendwie... Hey, hier war doch gerade was. Hier. Wir müssen ja irgendwie Technologien und so finden. Da sind auf jeden Fall... Das sind Ratten. Was haben wir denn da? Oder haben wir noch was? Irgendwie scheint das... Diese Dingsmission... mehr so ein Suchspiel zu sein. So ein Wimmelbild irgendwie. Wertvolle Objekte. Im Lauf der Erkundungen kannst du viele interessante Objekte finden, wie zum Beispiel Dokumente, Anleitungen und Antiquitäten. Wenn du sie aufhebst, erhältst du neue Technologien und Imperium-Punkte. Bewege den Mauszeiger über verschiedene Objekte und wenn sie aufleuchten, verändert er sich. Okay. Dies bedeutet, dass es sich um ein wichtiges Objekt handelt. Es kann mit einem Rechtsklick eingesammelt werden. Die verfügbaren Technologie- und Imperium-Punkte der Festung werden in der unteren rechten Ecke angezeigt. Du kannst die Festung zwar verlassen, ohne alle Objekte eingesammelt zu haben, aber es empfiehlt sich immer, so viel wie möglich einzusammeln, weil sie in kommenden Missionen hilfreich sein könnten. Oder können. Interesting. Interesting. Gefühlt jedes Buch, Manuskript kann ich hier, oder jeden Schrank kann ich antippen, klicken. Unten rechts, ja, haben wir schon recht viel. Was ist das denn hier? Imperium-Punkte? Gut, die steigen einfach so. Dann bleibe ich doch einfach stehen. Was haben wir hier? Service. Achtung, Rattenfallen wurden aufgestellt. Da gehe ich erstmal da in den Service gucken. Was sind wahrscheinlich nur Ratten? Ach, doch nicht. Oh, du bist aber ganz schön lahm. Du hast eine dicke Knarre.
great value, no doubt. So. Boah. Gehen wir mal in den nächsten Raum und währenddessen, wenn ich hier in den einen Raum wieder zurückgehe, stecke ich eben mein Headset ein, was irgendwie gerade leer geworden ist oder dabei ist, sich zu entleeren. Okay, hier haben wir eine Tür und hier, wir nehmen erst die. Natürlich. Oh, hier geht's nicht weiter. Das wäre ja echt dumm. Schlafsaal. Achtung, Infektionsausbruch festgestellt. Sprengmittel wurden zur Eindämmung angewendet. Unter keinen Umständen betreten. Ach so. Gut, dass die, dass dieser Text, naja, innerhalb der, des Raumes steht. Okay, so ein Health-Kit haben wir hier. Oh, da kommen noch zwei an. Okay, da ist wohl noch einer. Nützliche Objekte. Während den Missionen findest du viele Objekte und Konstruktionen in den Festungen, wie zum Beispiel Barrieren und explosive Fässer, welche als taktischer Vorteil für den Missionsfortschritt hilfreich sein können. Erkunde und interagiere mit allen Elementen im Szenario. Nutze verschiedene Taktiken, um die Mission abzuschließen. Oder die Mission. Was haben wir da? Habe ich mich jetzt schon geheilt, obwohl ich mich nicht heilen kann? Hm. Egal. Wie stoppe ich eigentlich hier? Mit S oder so? Anhalten S, okay. Stellung halten H. Einheit wird an und Gegner angreifen, welche sich im Angriffsradius befinden. Und jeden Gegner angreifen, dieser werden die Stellung nicht verlassen, selbst wenn andere von einer dieser Stelle passieren wollen. Also S oder H drücke ich dann. Aber hier haben wir sonst nichts, ne? Einfach nur die Barrikaden. Okay. Hier ist keiner, oder was? Oh, das sind meine beiden Typen, wahrscheinlich. Great. Verbündete Einheiten. Während den Missionen kannst du verbündeten Einheiten begegnen, welche sich deinem Helden anschließen werden. Sie können auch kontrolliert werden. Nur der Held kann wertvolle Objekte einsammeln oder mit anderen Objekten interagieren, wie zum Beispiel Erste Hilfe, Schalter, Minen, automatische Waffen etc. Alles klar. Orders from the Empire? Understood. Tada, Soldat tritt Klonie bei. Ich hoffe, ihr beide tretet bei. Okay, ihr seid auf der 2, du bist auf der 1 und alle sind auf der 3. Oh, das ist die 4. Was habe ich auf 3 und 4? Egal. Schön, aber welche Formation habt ihr denn? Hm. Ah, wir haben das eingesammelt. Erste Hilfe, das ist schön. Öffnen wir mal die Tür und veranstalten ein lautes Massaker hier drin. Das ist ein explosives Fass, nehme ich mal an. Oh oh, wir sind zu weit reingelaufen. Jetzt kriegen wir Schaden. Gut, das hat uns nicht viel Schaden eingebracht. Oh, eine Kiste. Okay. Öffnen vielleicht? Alter, geht er langsam drum herum. Oh, du hast Schaden abbekommen. Ups. Schlafsaal, Achtung, Infektions... Das hatten wir ja schon eben, das ist der Raum von eben. Wir gucken trotzdem mal rein. Hui! Wir machen das erstmal von hier, gute Idee. Ihr geht vielleicht mal rein. Bis hinterher. Das läuft gut. Wir gehen oben rein. Schießen irgendwie mal auf das Dings da. Oh Gott. Infizierte von draußen. Infizierte können von außerhalb der Festung hineingelangen. Meistens durch eingestürzte Mauern und Löcher im Boden. Wenn menschliche Aktivitäten bemerkt werden, kommen mehr Infizierte. Versuche nicht, sie alle zu töten, denn ihr Strom wird nicht enden. Entferne dich von ihnen und erkunde die Festung. Halte stets Abstand von ihnen, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.
weniger Aufmerksamkeit wahrscheinlich. Oh Gott, das ist echt draußen hier. Scheiße. Commander? Tell me what to do. Okay. Yes, my commander. Dann denke ich mal, sollten wir lieber nicht hier hingehen. Da könnte man aber durchgehen nachher mal. Wir versuchen es mal. Okay, zurück, 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 zurück. Commander? Gut. Ja, hier will ich auf jeden Fall rein. Let's go. Okay, du schießt mal auf die draußen. Sehr gut. Mehr sind hier gar nicht drin. Aber wir können wieder Sachen einsammeln, das ist schön. Doch, da ist doch noch einer. Okay, ihr geht vielleicht mal in die Mitte eben. Oh, das ist auch noch ein. Ziel erfüllt. Du hast alle wertvollen Objekte für das Imperium eingesammelt. Nice, genau. Interesting. Oh, ich hoffe, ich finde alle Forschungsdinger. Da haben wir noch drei Stück. Die Tafeln sind nichts. Das da ist aber was. Oh oh. Ziel erfüllt. Du hast das Missionsartefakt erhalten. Aber ich würde gern noch die Forschungspunkte haben. Was haben wir da? Da ist auch nichts. Nö. Aber hier. Ach, hier ist auch gar keine Tür. Ich musste echt hier raus. Okay, hier kommen wir sicherlich gut weg. Ja, hier ist ja. Da ist noch was. Wo bleibt ihr denn? Ach, ihr seid da stehen geblieben. Oh, seid ihr lahm. Pam. Okay, ihr klärt erstmal das da vorne. Oder alles hier um euch rum. Sehr gut. Mehr haben wir hier nicht. Gut. Und da ist noch einer. Nice. Ey, bloß nicht durchs Feuer, Typen. Ach, da kommen die her. Jetzt habe ich das verstanden. Glaube ich. Pow. Gut. Wo waren die andere Tür? Let's go. Ach, wir sind hier schon komplett durch. Moment mal. Das ist jetzt aber klein gewesen. Nö, hier geht's echt nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Mir fehlen noch 20 Punkte. Forschungspunkte. Habe ich hier vielleicht was übersehen? Nö. Hä? Hier? Hier ist noch ein Buch.
Ich hoffe, ihr geht alle los. Gut. Wie konnte ich das nur übersehen? Ich finde gut, dass die Soldaten schneller laufen können und dadurch vorgehen. So kann meinem Helden nichts passieren. Okay, ihr bleibt hier stehen. Warum? Geht mal zur Seite. Gut. Alles gesammelt. Das hört sich noch auf, aber das wird ja alles jetzt da sein. Ja gut, ey. Haben wir das hier ja wohl abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Hätte man auch schneller hinkriegen können, aber hey. Hallo, ich will gehen. Komme ich jetzt hier raus? Ach, geht doch. Mission abgeschlossen. Gratulation, du hast erfolgreich die Erkundungsmission Der letzte Bunker abgeschlossen. Siegbedingungen. Erfülle das Missionsziel. Missionsartefakt. Der Held muss von der Festung lebend entkommen. Habe ich. Optional, sammle wertvolle Objekte für das Imperium, 120 Punkte. Optional, antike Technologie erhalten, 200 Punkte. Missionspunkte, Basispunkte, 100. Schwierigkeit normal, Multiplikator 50. Endergebnis 50. Das ist doch ein schönes Endergebnis, auch wenn es viel zu einfach war. Okay, jetzt bewegen sich die Horden hier wieder weiter. Ah ne, es sind dieselben. Gut, dann haben wir den letzten Bunker auch schon abgeschlossen und die heutige Episode ist damit auch zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um weitere Episoden nicht zu verpassen, dürft auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.